Wir machen den Anfang und zwar mit 50, 81 plus Player Picks. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ein 86 plus Player Pick ist wohl auch mit dabei und dann fangen wir damit schon mal an. Und ein guter Punkt hier auch schon mal Twitch gerade gekommen. Die Tatsache, dass wir ja jetzt auch die Crafting-Geschichte am Start haben, 77x5er und dadurch wird tendenziell, haben wir schon 91er von Percy, die seltenen eigentlich hinterhergeworfen bekommen. Ich habe das schon häufig gesagt, Friends. Auch in den Zielen. Wir bekommen so viele Packs, Rating-Packs, Free-Packs fürs Tagesspiel. Drei Games einfach zocken. Wir bekommen selten hinterhergeschmissen. Ja? Und da muss man einfach, wie gesagt, das Craften, das Grinden. Ich habe schon mal ein explizites Video dazu gemacht. Man muss sich ranhalten. Ja? Irgendwie No Man Left Behind kann man machen und so weiter und so fort. Aber wenn ihr irgendwann zu wenig selten haben solltet, ja, und irgendwann da steht und sagt, ja, jetzt muss ich hier aufhören. Das macht das Craft keinen Sinn mehr. Dann macht ihr doch tendenziell eher was falsch, ja. Also, wie gesagt, wenn es gesundheitlich mir jetzt nicht so schlecht gehen würde, hätte ich schon längst wieder so ein neues Crafting-Update-Video gemacht. Hätte ich extrem Bock drauf, um euch zu zeigen, wie funktioniert das Grinden, Schrägstrich Craften aktuell eigentlich. Was ist das, was am meisten Sinn macht, aktuell jetzt auch mit der neuen 81-Plus-Play-Pick-SBC. Grundsätzlich können wir sagen, es hat sich nicht viel verändert. Guckt das Video auf jeden Fall gerne hier auf meinem Channel von ein paar Tagen, wo wir uns genau ums Crafting kümmern. Unendlich Packs, Free Packs eben zum Footies Event. Ob es Team 1 ist, Team 2, dann Team 3 in der Zukunft, Team 4. Es ist eine Methode, die sich bewahrt hat. Ach, guckt euch das an. 90er und 92er. Das ist der Win, wenn du 4 zur Auswahl hast. Da kann einer oder wie jetzt hier in dem Fall 2 Special Karten einfach am Start sein. Und hier auch wieder Dembélé. Die anderen drei Picks waren lost. Dembélé rettet. 86er. Nächste 86er Karte mit Chan. Und er wird gleich hier so viele Player Picks wieder haben. Duplikator, dass er sich davon, jetzt kommt's, in die Tauschvorgänge reingehen kann und sich dadurch wieder weiteres Futter holt. Non-Rare Gold und eben auch die seltenen Goldenen. Ja? Und allein hier jede 82er/81er gewählte Karte. Ja, wie es eben Arnold war, als Seltener wieder in einem von den Player-Picks. Es ist einfach so. Ja, und dann ist es, wie gesagt, eine unendliche Geschichte. Dann geht das immer weiter. Also das wird auf jeden Fall, ich bin gespannt. Wahrscheinlich kriegen wir heute über 100 Player-Picks auf jeden Fall hin, mindestens. Ja, und die eine oder andere Special-Karte hat uns ja hier auch schon angelacht. Jetzt fehlt nur noch Footies Team 2. Eine rosane Karte, irgendwas in die Richtung. Und dann sind wir, glaube ich, good to go. Aber wie gesagt, wir haben auch einiges vor uns. Insofern, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, weiter geht's. Und hier, guck mal, das ist so ein typischer Pick. Da kann man sagen, okay, da hat sich tendenziell nicht gelohnt. 83er, können wir trotzdem mitarbeiten. Ob es ein Team of the Week, Recraft ist, whatever. Hier geht er auf Non-Duplikat, euer Sabal. Und jetzt könnte tatsächlich noch mal ein bisschen was an Futter um die Ecke kommen, obwohl 84er Sühle reicht. Das ist eigentlich schon Win 84er. Hier geht er auch tendenziell auf 83er als auf Duplikat. Hier auch. Er hat keine Lust mehr auf Duplikat anscheinend. Alright. Bremer, jetzt das Rating nimmt er dann doch mit. Also mal so. So nach dem Motto. Aber wir gehen gleich in weitere Player Picks. Also wieder von Percy. Jetzt zweimal schon 91er von Percy. Alright. Der ja gestern als SBC kam. Und ihr seht, er hat die ganzen Special Karten schon als Duplikate. Das heißt, er hat sie sogar schon mal in den Player-Pick-Pack gezogen. Und mit denen kannst du natürlich wunderbar in Tauschwagen reingehen. Das ist traumhaft. Eine Never-Ending Story. Ich wiederhole mich. Eine Never-Ending Story. Gucken, was jetzt auch hinten auf der anderen Seite ist. Was da alles, was war. Der nächste 87er Grade Karte. Komm. Ja, wieder Duplikat, er geht wieder anstatt auf Stones auf 83er. Und hier haben wir noch zwei, mit dem einen 86 plus Pick. Da bin ich mal gespannt, was der jetzt im Vergleich gibt, direkt mal. Da bin ich sehr gespannt. Also garantierter Walkout mit, natürlich zwei Special Card, aber ja, das ist das beste Beispiel. Dann gehst du lieber auf die 81 plus Player Picks, wie ich es eben gesagt habe. So, next one. 83er Orban. Jetzt haben wir hier 30 Player-Picks am Start und wahrscheinlich wieder einige Special-Karten mit vorhanden. Come on, EA. Oh, yes. Loftus Chic. 93er-Version. So
wollen wir das Ganze doch sehen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. Guck mal. Ja, jetzt hat sie allein schon gelohnt. Du musst die ganzen anderen Picks eigentlich gar nicht öffnen. So nach dem Motto. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Und was denkt ihr tendenziell? Was haben wir für Footage-Karten, die wir ziehen? Wahrscheinlich so ein Cheap Beast, Barisi wieder, irgendwie sowas in die Richtung. Was Rate? Würden wir sogar nehmen? So Barisi aus dem Pick können wir, glaube ich, nichts sagen, oder? 86er Tini again. Hier geht auf 85er Hernandez. Und ich frage mich, wie viele Player Picks auch heute wieder um die Ecke kommen, Friends. Bin ich mal sehr gespannt. So, oh my God, Lord. 96er Johnson. Was ist mit diesen Picks los, Freunde? Die sind auch geisteskrank. Die sind einfach nur crazy. Wow. Oh, ey, jetzt mal ernsthaft. Was sind das denn für Picks? Oh my God, Lord, Friends. Ohne Worte. Wirklich ohne Worte. Wow. Lasst mich gerne wissen, was hat ihr in den Einnahmen. Ich schreibe es auf jeden Fall rein in die YouTube-Kommentare. Wie viel ihr gemacht habt und was euer bestes, schrägstrich schlechtes, ja gut, wahrscheinlich schlechtes Rating 81er war, aber wow. Also, wir reden da jedes Mal drüber. Jetzt die 88er-Version. Wir reden jedes Mal darüber, Freunde. Sind sie gut, sind sie nicht gut? Jede Woche Montag. Und wir haben jetzt schon so ein paar gemacht und sie zeigt es ja immer wieder. Das Einzige, ich sag das jetzt mal ganz provokant, was ich euch empfehle, ihr müsst es auch machen. Von nichts kommt nichts. Ja? Also es kommt nichts vom Himmel gefallen, Futre jetzt hier am Start. Ihr müsst die Playbacks dann schon ready machen. Ihr müsst ja nicht direkt 30 machen, macht es in 10er Schritten, in 5er Steps. Mal 5 ready machen, dann wieder 5, dann wieder 5, dann wieder 5. Auch völlig in Ordnung. Oh Mann, ey. Kunde. Aber es sind auch immer viele ähnliche Gesichter, die wir jetzt sehen. Ne? Kunde haben wir auch schon jetzt häufig gesehen in den Picks. Diaz, sehr gut. Und guck mal, da kann mir doch keiner sagen, dass die schlechter tendenziell sind als die 2er-Anspruch-Player-Picks. Du merkst doch gar nicht, dass da ein Peak niedriger ist sozusagen. Anstatt die 82 ist jetzt ein 81er. Aber ist es dadurch jetzt schlechter? Nee. Also finde ich nicht. Finde ich auf keinen Fall. Jetzt haben wir noch hier 4 auf dem Account, bevor wir gleich weitermachen mit den nächsten. Ich sag noch eine Special Card aus den 3. Eine Special Card aus den 3. Komm. Yay. Last but not least hier aus den letzten beiden hier. Oh, come on. Eine muss dabei sein. Okay, Modric, Walkout ist schon mal dabei. Oh, da ist die Special-Karte. Es ist der Ricken, 87er-Version, again. So, Freunde, wir machen weiter mit den Picks. Witzigerweise hat er jetzt hier quasi in der Versus-Option 2 in Anspruchs-Player-Picks, 10 ready gemacht, davon quasi die eben abgelaufen sind. Und 10 eben jetzt die neuen 81er-Player-Picks. Da haben wir jetzt noch einen guten Vergleich nochmal zu der Sache, die wir eben jede Woche bequatschen. Es ist ja immer Wechsel, 82er-Player-Pick, 81er-Player-Pick und die Diskussion ist ja im vollen Gange. Und diskutiert. Ich sag mal so, Friends. Player-Pick ist Player-Pick und der Player-Pick, überlegt mal, vor ein paar Wochen und Monaten, ja, tendenziell eher Monaten, haben wir uns gewünscht, dass zumindest wirklich jede Woche Montag Player Picks kommen. Ja. Oh mein Gott. Freunde, AP die Pele. Let's go. Außen 82 plus Player Picks. Here we go. Und jetzt sind sie da, die Player Picks. Also sollten wir einfach happy sein, dass sie da sind. Immer im Wechsel. Und AP die Pele bei 80.000 Münzen. Oh, nächste rosa Karte. Aber wieder rein das. Also da bin ich jetzt mal. Oder ich bin ja fast schon sicher, dass das jetzt nicht geschlagen werden kann mit den 81er-Player-Picks. Es sei denn, wir ziehen da auch eine Footies-Version wieder raus. Das ist natürlich lucky, da eine AB-Pelé-Karte daraus zu ziehen. Das ist natürlich geil. Und dann aber aus dem Halt-Pick. Oh, 86er-Player-Pick ist auch mit dabei. Alright, er hat nicht so viele 81er-Player-Picks gemacht, sondern ein weniger. Oh mein Gott, Dani Olmo 98er-Version. Bitte was? Okay, ich glaube, ich nehme es doch zurück.
Also ratingmäßig, ja, sind wir hier auf jeden Fall bei der 81 plus besser jetzt um die Ecke gekommen. Boah, 97er, 82 Pick und im 81er Pick den Dani Olmo. Und noch, oh, ei. 86 plus Pick sieht auch gut aus. Nice one, einfach nice. So, es geht weiter. 20 Stück am Start. Oh, ich muss gucken, meine Stimme macht, glaube ich, gleich mit, Friends. Wir müssen gleich auf jeden Fall mal Outro machen. Es sind so viele Player-Picks und die Leute schreiben auch rein, ich habe noch mehr. Ja, Freunde, ich glaube, wir könnten unendlich weitermachen. Es ist einfach so. Es ist wie jede Woche Montag. Wir könnten unendlich weitermachen. Es ist einfach so. Aber wie gesagt, man muss einfach anfangen. Player-Picks, sie sind und bleiben nice und eine Empfehlung auf jeden Fall. Dazu die gut gepriced Werner SBC heute. Also da können wir, glaube ich, kurz sagen, der Montag immer ein Win. Auch heute mal wieder sehr, sehr gut dabei. So, die Picks haben auf jeden Fall bis jetzt noch nicht so gegönnt. Und es bleibt bis jetzt dabei hier auf dem Account. Gucken wir rein in die nächsten. Komm, jawohl. Haaland. So. Guck mal an. Das sieht doch gut aus. Also, ratingmäßig kommen wir hier langsam hin, wo wir hin wollen. Jetzt fehlt noch die Special Card. Haben wir noch keine Special Card gesehen, ne? Haben wir noch keine hier auf dem Account gesehen? Bin ich mal gespannt. Ey, was ist denn hier los? Freunde, hier auf dem Account ist, ich weiß nicht. Hier ist Ebbe. Hier ist Tote Hose. Keine Special Karten hier anscheinend ab Stissel. Ah, das ist schon weird. Oh yes. Come on. Jawohl. Zirkzee. 88er Version ist da. Oh, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 noch. Hier auf dem Account. 84er. So, Parejo war jetzt eben am Start. Ihr habt es eben nicht gesehen. Ja, aber ich merke, meine Stimme macht auf jeden Fall gleich auch nicht mehr mit. Da müssen wir auf jeden Fall gleich leider aufhören. Auch wenn jetzt hier, ach du, ihr meine Friends, was ist denn hier los? Ihr seid doch crazy. So viele Freunde, wir können nicht noch 200 Player Picks machen. Das Video soll ja nicht ewig lange werden. Das wär too much. So, Freunde, weiter geht's und wir begrenzen das Ganze jetzt mal. Wir haben jetzt hier noch 45 Picks, die machen wir noch und dann machen wir einen Abschluss dieses Videos. Wie gesagt, das könnten wir jetzt noch 200, 300 Player Picks weitermachen. Es ist ja eine Never Ending Story. Bombastor! Ey, Freunde. Oh my good lord. Bombastor einfach, den er auch schon hatte im Pick. Oh mein Gott, Lord, was ist denn da los? Bombastor, da brauchst du ja gar nicht mehr weiter öffnen. Ist bei Round. Bitte was? Ist nur bei nicht mal 60.000 Münzen. Also, das war schon sehr irritierend. Sehr irritierend manchmal. So, Cancelo war noch mit dabei. Oh mein Gott. Schalai. Let's go. Oh Mann, Freunde. 45 Picks. Muss man nicht mal reinziehen. 45 Picks jetzt. Ach du Emel, ey. Es kann nur ein Win, weil es ist. Oh, jetzt ist es sowieso ein Win. Vorbei, Junge. 93er. Oh my good lord. Oh my. Was? 96er Bellingham. Als Totti. Freunde, ich glaube, ich bin ja gerade im falschen Film. Was geht denn hier ab, Freunde? Bitte, was geht hier bitte ab? Ich glaube, ich weiß jetzt, warum die 81 plus Playpicks so beliebt sind. Also nach dem Video definitiv noch nicht gerade weniger. Also lasst auf jeden Fall Liebe davon, allein für das Playpick-Luck. Wow. Ich bin sparlos. Ich bin gerade wirklich sparlos. Also ich habe mit, glaube ich, allem gerechnet, aber nicht damit. Ich stehe gerade komplett neben mir. Was ist denn hier los? Bitte, was ist hier los? Benzema, Footies. Jetzt sind wir komplett im falschen Film. King auch noch was? Willst du mich verarschen? Willst du ihm? Ich bin... Benzema kostet 400... Mascherano jetzt auch noch. Hat auch schon am Start. Willst mich verarschen? 434.000 immer noch. Mascherano und King brauchen wir gar nicht gucken. Die sind günstiger, aber... Ey, was? Ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich glaube, einen besseren Abschluss gibt es hier an der Stelle, glaube ich, einfach nicht. Wow, ich bin jetzt noch 88er Lawrence.
Also das ist wirklich ein Win-Win. Überführt einfach Benzema. Es geht weiter. Wenn euch ein Wort dazu einfällt, sagt es mir gerne. Aber mir fehlt gerade jegliches Wort. Mir fehlt gerade jegliches Wort. Was das hier gerade ist. Freunde, wie viele Playerpicks haben wir jetzt gemacht? Zählt mal gerne zusammen. Aber das toppt hier gerade alles, was ich bis dato gesehen habe. Und die nächste 93er Karte, willst du mich verarschen? Was du jetzt alles an Futter wieder regeneriert hast, das ist ja nicht mehr von dieser Welt. Das ist ja wirklich nicht mehr von dieser Welt. Geht bitte rein. Ich muss nichts mehr. Nichts mehr. Aber auch gerne gar nichts mehr zu dieser Playerpick NPC sagen, als dass sie sich einfach nur lohnt. Und der nicht reingeht, der macht auf jeden Fall einen Fehler. Der nicht reingeht, der macht einfach einen Fehler. Ende aus, Mickey Mouse. So sieht's aus. Unfassbar, Freunde. Unfassbar einfach. Einfach geistkrank, unglaublich. Nennt es, wie ihr es wollt. Ohne Worte. Also, was sind das für Playerpicks? Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt eine Liebe da. Wir sehen uns gerne dann morgen hier an gleicher Stelle wieder. Und ich lasse uns das jetzt erstmal verarbeiten.